Hallo, ich bin Viktor Schwabenland. Seit meinem 6. Lebensjahr hatte ich Epilepsie. Meine Eltern haben alles Mögliche versucht, mich irgendwie zur Heilung zu bringen. Ob die Medikamente, die Ärzte oder Heilpraktiker und alles Mögliche wurde durchgemacht. Alles hat nichts gebracht. Mit 16 Jahren bin ich zum Glauben gekommen und da lese ich im Wort Gottes: Durch seine Wunden sind wir geheilt. Da habe ich angefangen daran zu glauben. Und da habe ich nach jedem Anfall dem Teufel gesagt: Mich kannst du nicht mehr betrügen. Es steht geschrieben: Durch Jesu Christi Wunden bin ich geheilt. Nicht werde ich geheilt oder vielleicht wird Gott dir gnädig und du wirst geheilt. Nein, es steht geschrieben: Durch seine Wunden sind wir geheilt. Es ist passiert. Die Heilung ist geschehen durch den Tod Jesu Christi am Kreuz. Es ist die Tatsache. Nur diese Heilung musste in mein Leben kommen. Als ich aber zum Glauben kam, mein erstes Gebet war: Herr, gib mir starken Glauben. Dann hat Gott mich auf den Weg geführt, auf dem der Glaube gewachsen ist. Also 10 Jahre lang musste ich auf die Heilung warten und in diesen 10 Jahren sind viele wunderbare Dinge passiert. Da hat sich Gott mir als mein Versorger offenbart. So die erste Zeit in Deutschland, das war ja 2 Jahre nach meiner Bekehrung, habe ich das ganz stark erlebt. Wir hatten ein bisschen Geldnot gehabt, weil meine Mutter noch keine Arbeit hatte, wir Kinder sowieso nicht. Und da habe ich zum ersten Mal gebetet: Herr, du bist doch mein Versorger. Du kannst mir doch helfen. Und dann habe ich 6 Monate lang per Post in Briefumschlägen, eingewickelt in Alufolie, 100-Mark-Scheine bekommen. Sogar meine Mutter hat sich gewundert. Kein Absender, nur mein Name und meine Adresse. Da hat Gott mir gezeigt: Ich bin dein Versorger. Und zack, ist der Glaube ein Stückchen gewachsen, dass ich mir keine Sorgen machen brauche, weil Gott mich mit allem versorgen wird. Dann habe ich in Österreich auf einem Berg einen epileptischen Anfall gehabt, als wir eine Freizeit dort gemacht haben mit der Jugend. Ich war noch ein bisschen am Filmen und habe da einfach die Landschaft genossen und stand oben auf dem Berg. Die anderen waren ein bisschen höher und da kriege ich epileptischen Anfall. Normalerweise müsste ich aufwachen unten im Tal, total zerbrochen und vielleicht sogar tot. Aber als ich aufwachte, ich stand auf beiden Beinen. Nicht nach links, nicht nach rechts gekippt, nicht nach vorne, nicht nach hinten. Ich stand gerade. Da wachte ich auf, dachte: Hä, was ist gerade passiert? Weil bei jedem Anfall bin ich immer umgefallen. Aber da hat Gott mir gezeigt, dass er mein Beschützer ist. Und zwar auf so eine krasse Weise, dass ich seit dem Moment null Angst hatte, dass mir was Schlimmes passieren könnte. Danach hatte ich öfter mal Fahrradunfall gehabt, weil ich Anfall hatte oder in der Badewanne wäre ich fast ertrunken, aber Gott hat mich immer und immer bewahrt und beschützt. 1999 wurde ich in meinem Gehirn operiert. Da stand ich vor dem Auswahl: Entweder ich lasse mich operieren oder die Medikamente würden nichts bringen oder ich würde einfach an ein Wunder glauben. Ich hätte es einfach lassen können, aber das war der Weg Gottes durch diese Klinik in Bielefeld. Da habe ich auch andere Menschen ermutigt, die in der ähnlichen Lage waren, die auch unter Epilepsie gelitten hatten. Ich konnte sie verstehen, ich konnte mit ihnen gute Gespräche führen und ich konnte ihnen von Jesus erzählen. Das war wahrscheinlich einer der Gründe, warum ich diesen Weg gehen sollte und nicht durch ein Wunder. Nach der OP hatte ich noch Anfälle. Die waren zwar nie so schlimm wie vorher und da hörte ich die miese Stimme des Teufels: Du bist immer noch krank. Die OP hat dir nichts gebracht. Fang an zu zweifeln. Ich habe gesagt: Hau ab von mir. Durch Jesu Christi Wunden bin ich geheilt. Und ich hatte nach der OP 2 Jahre lang nachts immer wieder so komische Zustände gehabt. Ich hatte das Gefühl, dass mein Kopf mit Luft gepumpt wird und gleich auseinanderbröselt. Und ich schreie: Durch Jesu Christi Wunden bin ich geheilt. Nach diesen 2 Jahren war der Kampf vorbei. Ich wurde von Epilepsie vollkommen frei. Und das war 2001. Es ist schon 20 Jahre her, dass ich ohne Epilepsie leben darf. Gott ist treu. Er hat sein Wort erfüllt. Er hat seine Verheißung erfüllt. Und ich bin ihm sehr, sehr dankbar für all diese Zeit, die ich durchmachen musste, auch mit Epilepsie. Denn sonst hätte ich ihn nicht als meinen Beschützer erlebt. Sonst hätte ich viele andere Dinge nicht erlebt mit Gott. Deswegen sollte man nicht jammern und klagen, wenn wir in irgendwelchen Schwierigkeiten geraten oder irgendwelche Probleme auftauchen oder wir mit irgendeiner Krankheit zu kämpfen haben,
sondern wir müssen uns auf Gott verlassen, auf seine Zusagen verlassen. Und zwar hundertprozentig verlassen und nicht loslassen. Viele geben nach einer gewissen Zeit auf und sagen, ach, Gott erhört mein Gebet sowieso nicht, warum soll ich da noch glauben? Dann hat der Teufel gewonnen. Er hat deinen Glauben zerstört, wenn du so denkst, aber Gott will, dass du dich auf ihn hundertprozentig verlässt. Seine Zusagen sind hundertprozentig zuverlässig. Das habe ich erfahren und ich möchte dich ermutigen zu glauben, dass für Gott nichts unmöglich ist, dass Gott eine Heilung dir geschenkt hat. Durch Jesu Christi Wunden sind wir geheilt, so steht es geschrieben. Also nicht werden wir oder mit irgendwelchen Bedingungen geknüpft. Nein, wir sind durch seine Wunden geheilt, steht geschrieben. Dann gehört die Heilung uns. Die sollten wir für uns in Anspruch nehmen. Wir sollten daran glauben und nicht dem Teufel glauben, der uns auf die Umstände hinweist. Gottes Umstände sehen anders aus. Gottes Dinge sehen oft anders aus, als wir uns das vorstellen können. Der Teufel sagt, guck mal, du warst gerade krank oder du bist immer noch krank oder was auch immer. Der erzählt dir immer negatives Zeug. Aber das Wort Gottes sagt dir, es gibt eine Lösung für jedes Problem. Gott lässt die Probleme auch zu, um uns eine Lösung zu schenken, um uns sich zu offenbaren als ein Gott, der uns erlöst, als ein Gott, der uns befreit, der uns heilt, der uns die Hoffnung schenkt. Und ich hoffe, dass ich dich mit diesem Video auch ermutigen konnte, an Gott zu glauben. Sei auch bei meinen Online-Vorträgen dabei. Da spreche ich das Thema ausführlicher an. Gott segne dich.